Beim Thema Gliederung erstellen fällt mir meine Schulzeit ein. Irgendwann behandelten wir den Sachaufsatz und da war angesagt, dass wir da eine Gliederung nach dem in den Schritten Einleitung, Hauptteil und Schluss erstellten. Dieser Sachaufsatz, der wurde dann später umfangreicher und endete dann in einer Diplomarbeit und da ist natürlich auch sehr wichtig, dass man sich eine Gliederung aufbaut, aus der sich dann später auch das Inhaltsverzeichnis ergibt. Ich habe da etwas vorbereitet und das will ich hier zeigen. Aus der Wikipedia habe ich hier ein paar Begriffe übernommen, die bei den Infusionen im Inhaltsverzeichnis auftauchen. Das Inhaltsverzeichnis habe ich hier noch als Bild dargestellt, damit man dann sieht, wie man eine Gliederung entsprechend ausführt, wenn man ein paar Begriffe aufgeschrieben hat, wie das ja hier geschehen ist. Wenn hier die Gliederung durchgeführt werden soll, unter der Voraussetzung, dass die Punkte, die gegliedert werden, schon vorhanden sind, dann gehe ich zum Registeransicht und wähle hier links die Gliederung. Im Augenblick sind diese Texte noch nicht irgendwie als Überschriften oder als Gliederungspunkte gekennzeichnet. Ich markiere die und stufe die mit den Symbolen höher. Jetzt sind sie alle in der Gliederungsebene 1. Das ist zum Beispiel hier der Fall, wo 1, 2 und 3 davor steht, also Infusionslösung, Verabreichung, Literatur. Dazwischen sind aber Punkte, die eine niedrigere Ebene haben. Und das kann ich zum Beispiel dadurch machen, wenn ich diese Punkte hier markiere bis zur Verabreichung, dann kann ich die hier mit tiefer stufen. Das lässt sich aber auch per Drag and Drop machen. Die isotonische Kochsalzlösung, die ist Unterpunkt bei den Elektrolytlösungen. Und das ist auch hier der Fall. Das lässt sich also sowohl mit diesen Schaltflächen als auch via Drag and Drop machen. Auch wenn die Reihenfolge eine andere sein soll, dann kann man hier auf so ein Symbol klicken, die Maus festhalten und lässt es an der Stelle los, wo der Gliederungspunkt auftauchen soll. In der Schule war das denn so, wenn man die Gliederung hatten, so wie das da hier der Fall ist, dann wurden zu den einzelnen Punkten die Texte geschrieben und vielleicht auch noch Skizzen oder Bilder eingefügt. Hier ist dann die Möglichkeit gegeben, die Ansicht wieder zu wechseln. Ich schließe die Gliederungsansicht und da kann ich mir dann die Formatvorlagen anschauen. Und da sehen wir, hier sind automatisch die Überschriften 1 oder 2 oder 3 zugeordnet, hier unten zum Beispiel.